Hallöchen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Pokémon Super Mystery Dungeon und wir machen weiter. Gut, wir hatten ja im letzten Part aufgehört und wollen jetzt hier weitermachen in den Holperwiesen. Da bin ich gerade so ein bisschen am Überlegen. Entweder Spezialteam oder unser normales. Versuchen wir es erstmal so. Gespeichert haben wir ja eh. Und Mauszeiger ist wieder drin. Für die gleiche Musik. Okay. So schnell weg. Ah, jetzt kommen sie hier raus. Ah. Scheiße. Aber sehr viele kommen jetzt hier gar nicht runter hier, ne? Ja, soll mir jetzt recht sein, ehrlich gesagt. So. Was ist denn mit Katamazu los? Warum kann die denn nicht angreifen? Warte mal. Und was ist doch hier stinkfaul? Sie kann angreifen. Verstehe einer. Naja, gut. Na gut. So. Das ist wahrscheinlich der Rest der Truppe hier. So, 52 für Meloetta. Ja, gut. Okay, wir haben uns eigentlich erfolgreich durchgeboxt, wa? Anscheinend, ja. Ist ja auch mal was. Gut. Da-da-da. Effektivschlag.
Okay. Nee, Brandschutz brauchen wir jetzt nicht. So. Ebene 4. So. Was? Achso, nee, brauchen wir nicht. Okay. Ebene 5. Okay. Halt, was ist das? Ein Seerob? Nee, brauchen wir nicht. Wander-Pokémon scheint es hier nicht mehr zu geben, wa? Na gut. Konvulsion. So. Okay, Spukball. So. Was haben wir hier? Oh, was ist das denn? Ach so. Gewöhnlicher, ohne besondere, ganz normaler Ringel. Naja, brauchen tun wir das jetzt nicht so unbedingt, ne? Ebene 8. Sinelbeere. Tauschen wir aus. Okay. Was ist das für ein Ringel? Normaler Ringel. Warte mal, wir brauchen, glaube ich, jetzt mal ein Top-Elixier. Oder ein Elixier einfach. Ja, für alle Fälle. Goldbarren, okay. Was war denn hier los? Ist das ein Ringel? Warum gibt es hier so viele normale Ringel? Verstehe ich zwar nicht, aber na gut. So. Okay. Mini-Belebersamen. Wobei, wir haben ja eigentlich genug Belebersamen da. Also, daran sollte es jetzt nicht scheitern, denke ich. Wir sind ja eh gleich fertig. Ich hasse Wapp. Fallen. Habe ich euch schon mal erwähnt, ne? War nicht sogar im letzten Part?
Moment mal. Frag mich, warum Katharina nicht angreift. Das ist mir gerade ein... Das ist gerade echt ein Rätsel. So, warte mal, hier machen wir hier einfach mal. Kommt Milo jetzt her? Okay. Wegen Kombi-Ringe? Kann es sein? Ja, wegen meinem. Ist ja ganz toll und so. So. Okay, Ebene 11. So, jetzt sind wir da. Oder? Nee, ach so, Ebene 15. Sorry. Lander können wir mal einsetzen. Frage mich jetzt gerade, warum die nicht angreifen. So richtig mit Attacken und so. Ach so. Okay, warte mal. Bei mir ist es klar. Aber bei Kata, da frage ich mich schon die ganze Weile schon. Na gut. So, jetzt müssen wir langsam was essen, würde ich sagen. So, Ebene 13. Ringe hätten wir jetzt nicht unbedingt gebraucht. Psy-Strahl. Ziemlich großer leerer Raum hier. So, vorletzte Ebene. Okay.
So. Apfel. So. Okay. So. So, da haben wir die letzte Ebene. Müssen wir mit zur Treppe hin. Oh Gott. Heilige Scheiße. Oh Gott, oh Gott. Das ist auch mal ein interessanter Dungeon. Dungeon-Ebene. Guck dir das an, ey. Okay, hier sind wir auf dem rechten Weg, würde ich sagen. Ja. Wir müssen von der anderen Seite kommen, glaube ich. Das sieht ein bisschen schlecht aus gerade. Richtiger Labyrinth hier. Konvulsion. Okay, Moment mal. Wenn wir was gucken. Wenn wir hier runter gehen. Vielleicht. Hier kommen wir hin. Okay. Okay. Ein Heikelzweig, was ist das denn? Okay. Expedition beenden. So. Galoppa. Okay. 240 Punkte. Also 480. Also ein Job würden wir jetzt noch schaffen, ne? Okay. So. So, erstmal gucken, war.
ob es neue Jobs geben tut. Das tut es. Kotel, Schneehöhle, Ebene 4. Okay. Na gut. So, erstmal Lohn abholen. Feuersturm. So. Sandkontinent. Gut. Haben wir noch hier irgendjemanden? Nö. Ja, das dachte ich mir. Das dachte ich mir. Gut. Äpfel könnten wir mal gut gebrauchen. Haben wir zufällig... Okay, wir haben einen Apfel. Ah, warte mal. Den ganzen Müll hier weg hier. Wird ja immer ekelhafter hier. So. Mitnehmen. Tun wir auf jeden Fall einen Apfel. Lebenssamen. Ups. Ein Schlafob könnten wir mitnehmen. Eine Sinebeere. Top-Elixier vielleicht. Ein Teambeleber-Orb. Die ganzen Bären brauchen wir auch nicht so richtig, ne? So. So, dann geht's weiter. Schneehöhle. Haben wir gleich einen Shot dazu bekommen? Ich denke, wir sollten das packen. Ach, die Musik, glaube ich, kenne ich aus PMD 4. Die habe ich schon mal gehört, ja. Das Stärke plus Y nehmen wir mit. Geld. Und weiter. Interessante Kristalle hier. Ja, ich glaube, unser Team ist jetzt so aufgebaut, dass wir auch bei den extrem schweren Aufgaben auch mit bei sind. So. Fokusstoß.
Erfassungsorb? Nee. Okay. Hier haben wir den Schatz von Kotel. Moment. Ich muss den erstmal hier erledigen. So. Okay. So, weiter geht's. Gehen wir hier erstmal nach oben. Na ja, okay, das war sehr gut. Dass wir die Treppe schon mal gefunden haben. So. Es geht doch relativ fix. Megane ist hier ziemlich ein Vorteil. Also ich in dem Falle jetzt. Schlafkraft nehmen wir mit. Da haben wir den Schatz. Okay. So. Hundertachtzig. So. Setzen wir mal Spuckball ein. Okay. Autsch. Na, du Pumpe ist ziemlich miese Attacke. So. Salvenschutz brauchen wir nicht. Okay. Okay. Sogorb? Nee, brauchen wir auch nicht. Okay. Ebene 6. Okay. So. Hm.
So, Ebene 7. 7. Okay. Ebene 8. Nehmen wir Zink. Eine schwere Box. Tauschen wir aus gegen Georg Brock. So, Ebene 9. So, Ebene 10. Okay. Trainingsarm? Nee. Huch. Psychstrahl? Machen wir Spukball. So, da haben wir die Treppe. Alter. Richtiger Übertreiber. Hör mal. Autsch. So, weiter. Zehn, okay. So, im Netz 12. Hydro-Pumpe ist eine ziemlich miese Attacke. Böse Beere brauchen wir nicht. So. Thank you.
So. Was haben wir hier? Bärenstärke? Nee. Oh. Aber Wunderfelder haben wir jetzt auch nicht mehr so viel gefunden, ne? Gibt es überhaupt keine mehr. Ach nee, Weitsichtigkeit brauchen wir nicht. Tempo-Orb? Nee. So. Da war eine Sinibäre, die hätte ich jetzt gut gerne geholt, aber na gut. Hier lang? Mhm. Fünfzehn. So. Sechzehn. So, okay. Letzte Ebene. Ah, wieder so ein Labyrinth, wa? Ich nehme mal an, ja. So. Ja. Dann müssen wir mal kurz... Oh. Können wir hier irgendwie anders rumlaufen? Hier nicht. Ist ja bestimmt möglich sein hier. Okay, dann müssen wir wieder von der anderen Seite wieder... Kaum weg. Aber es scheint ein anderes Muster zu sein. Hier kommen wir durch. So. So. Müssen wir höchstwahrscheinlich hier irgendwo runter? Genau, denn hier? Ja, okay, denn... Autsch. Äpfel sieht auch nicht gerade prickelnd aus, ne? Müssen wir uns mal im nächsten Part denn drum kümmern. Aber heute nicht mehr. Fokusstoß. Machen wir dasselbe hier. So.
Okay. Wunderbar. Zweihundertsechzig und dann hatten wir jetzt 700 Punkte. Sehr schön. Okay. So. Hier haben wir gar nichts mehr, okay. Was sind hier noch? Ein Paras. Okay. Na gut. So, erstmal Lohn abholen und dann sprechen wir mal kurz drüber, was wir als nächstes tun. So. Nee. Verwechsel die beiden Sachen hier. So, wir haben hier Sandkontinent. Da ist jetzt noch zu tun, da Wiesen Sandhöhle. Genau. Machen wir die Sandhöhle im nächsten Part. Und dann die Dörrwiesen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Part wieder bei Let's Play Pokémon Super Mystery Dungeon. Macht das gut. Macht's gut. So. Okay. Und bis dann. Haut rein, Leute. Und ciao.